Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In meiner Instagram-Story habe ich euch nach This or That Vorschlägen gefragt und ihr wart auch sehr, sehr fleißig. Also es ist gerade noch aktiv, aber es sind so einige bereits hier angekommen. Und die möchte ich euch jetzt in diesem Video auch gerne beantworten. Wenn bis zum Ende des Videos noch mehr eingehen, dann werde ich natürlich noch ein zweites Video zudrehen. Aber wir starten jetzt erstmal mit diesen hier. Ich habe sie auch mal überflogen. Manche sind natürlich auch doppelt oder ähnlich. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mit dem untersten. Und das wäre gleich die alles entscheidende Frage: Hardcover oder Taschenbuch? Ich versuche die Fragen so zu beantworten, dass ich eigentlich nur meine Antwort gebe und dann eine kurze Begründung dazu sage. Aber bei manchen Dingen, denke ich, bedarf es auch einfach keiner Begründung. Aber das seht ihr dann oder sehen wir dann im Laufe des Videos. Ja, Hardcover oder Taschenbuch? Ganz ehrlich, ich bin einfach ein Freund von Hardcovern. Taschenbücher sind zwar vielleicht praktischer, aber ich liebe Hardcover, weil sie sich nicht so verbiegen, weil sie einfach griffiger sind, weil sie einfach für mich optisch schöner sind. So. Richtige Menschen auf Covern oder andere Zeichnungen, Bilder. Ja, wer meinen Kanal schon länger verfolgt, der kennt meine Antwort. Ich bin ein Fan von einfach nur Schrift auf dem Cover. Das heißt, richtige Menschen finde ich ganz, ganz grausam, weil man automatisch immer den Protagonisten oder die Protagonistin mit diesem Bild verknüpft. Auto oder Fahrrad? Da ich kein Fahrrad besitze, ist die Antwort natürlich Auto. Ich wohne aber auch in der Stadt, das heißt, ich brauche eigentlich weder das eine noch das andere, um mein Daily Stuff zu erledigen. Romance oder Fantasy? Das ist echt auch wieder so eine tricky Frage. Ich würde sagen, ich habe mehr Fantasy-Bücher in meinem Regal als Romance. Aber da jetzt Sommer ist, lese ich aktuell mehr Romance. Im Herbst lese ich dafür wieder mehr Fantasy. Also das ist eine Frage, die kann ich eigentlich nicht wirklich beantworten. Wenn man mir die Pistole auf die Brust setzen würde, würde ich aber vermutlich Fantasy sagen. Kleid oder Hose? Ja, ich denke, das ist mal auf den Sommer bezogen. Ich bin eigentlich immer pro Kleid. Auch wenn mir meine Kleider von vor der Schwangerschaft in diesem Bereich immer noch nicht richtig passen. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Ja, ich sag einfach mal Kleid. Die nächste Frage ist sehr, sehr gemein und ich würde am liebsten mit weder noch antworten. Eselsohren oder Buchrücken knicken zum Offenhalten? Sowohl das eine als auch das andere bricht mir gerade mein Herz. Ich bin da halt leider ein bisschen zwanghaft. Ich würde niemals ein Buch verunstalten, nur damit ich mir merken kann, wo ich war. Also ich werde niemals ein Eselsohr in ein Buch machen und ich gehe mal davon aus, dass, also hier liegt gerade ein Buch, ich gehe mal davon aus, dass gemeint ist, dass man es quasi so hinlegt, um es offen zu halten. Also wenn ich jetzt wirklich eins nehmen müsste, dann wäre es wohl, dass ich das so offen halte. Aber dann würde ich es auch so hinlegen, dass der Buchrücken eben keinen Knick kriegt oder nicht irgendwie, ja, dass dem nicht geschadet wird. Sagen wir es mal so. Die nächste Frage lautet: Berge oder Meer? Meer, ganz eindeutig. Da muss ich auch nicht viel argumentieren. Ich bin einfach ein Meerkind. Das wurde übrigens auch mehrfach gefragt und von einer Zuschauerin kam dann noch der Zusatz: Spanien oder Italien? Ich bin schon von klein auf ein Spanienkind und ich liebe dieses Land abgöttisch und wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich auch nach Spanien auswandern. Schmuckausgabe oder Erstausgabe mit Farbschnitt? Das ist sehr, sehr, sehr gemein. Mein innerer Monk sagt, Erstauflage, Farbschnitt ist limitiert. Aber ich persönlich finde ganz, ganz oft die Schmuckausgaben, sage ich jetzt mal, also diese
Chest of Fandoms und Bücherbüchse, Sonderbuchschnitte viel, viel schöner. Außer bei, was? Kingdom of the Wicked. Da habe ich tatsächlich den Originalbuchschnitt, weil mir die von den anderen nicht gefallen haben. Die hatte ich tatsächlich auch vorbestellt. Aber es hat mir keiner so gut gefallen wie der vom Original. Und das ist der einzige, wo ich, glaube ich, jetzt wissentlich mit Absicht zum Original gegriffen habe. Einzelbände oder Reihen? Das ist auch wieder so eine Frage, wo ich sowohl als auch beantworten würde, wenn ich es dürfte. Aber ich glaube, ich würde Reihen nehmen, weil wenn mir eine Geschichte gefällt, dann bin ich eigentlich immer ganz glücklich, wenn ich noch ein bisschen in diesem Setting bleiben kann. Helle oder dunkle Bücher? Das ist auch eine schöne Frage. Wenn ich mein Regal angucke, ist es auch wieder das Problem. Fantasy ist meistens eher eine dunkle Farbe. So lila, schwarz, blau dominiert da doch recht häufig in meinem Regal. Und bei New Adult greift man halt eher auf weiß, Pastelltöne, hellere Farben zurück. Ist nicht immer so, aber in meinem Regal ist es sehr, sehr dominant, dass New Adult Pastell ist und der Rest dunkel. Da ich oftmals Fantasy-Bücher schöner finde als Romance-Bücher, sage ich es einfach mal dunkel. Lieber Serien oder Filme? Ich habe zwar super viele Filme, die ich immer wieder gucke, sei es jetzt Herr der Ringe und Harry Potter und Co., aber wenn ich abends auf der Couch sitze, bin ich tatsächlich ein Seriengucker. Da muss man nicht so lange ruhig liegen bleiben, da kann man aber, wenn man das möchte, länger als anderthalb Stunden gucken. Also auf jeden Fall Serien. Und da fällt es mir auch viel schwerer, mich auf Lieblingsserien zu beschränken, als bei Filmen. Magische Wesen oder Hexen? Da habe ich mich kurz gefragt, wie die Frage gemeint sein soll. Also ob ich als großer Hexenfan, was ja sehr bekannt ist, die auch nehmen würde oder ob ich mir irgendein anderes magisches Wesen aussuchen würde. Also klar, Hexen sind bei mir number one und da geht auch nichts drüber, aber ja, ob ich sie jetzt über alle magischen Wesen stellen würde, I don't know, ich bin ja auch ein Fan von Niffler und ich mag ja auch Einhörner und ich mag ja auch den Phönix, aber ja, weiß nicht, ob diese Tierwesen auch mitzählen. Wenn es jetzt nur so Werwölfe, Vampire etc. gemeint ist, dann ganz klar Hexen. Enemies to Lovers oder Friends to Lovers? Ganz, 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 ganz einfach. Enemies to Lovers ist mein Trope Number One und wird es vermutlich auch immer bleiben. Sushi oder Pasta? Ich weiß, wer die Frage gestellt hat. Und mit dieser Person habe ich demnächst auch ein Sushi-Date, weil wir beide absolut auf Sushi stehen. Also, ja, ganz klar, Sushi. Die nächste Frage ist auch wieder sehr, sehr gemein. Und ich sehe ja auch, wer sie gestellt hat. Und es war so klar und es ist sehr fies. Sarah J. Maas oder Cassandra Clare? Ja. Zwei Autorinnen, die ich richtig, richtig gut finde. Und deren Bücher ich richtig, richtig gut finde, hauptsächlich. Wenn ich wirklich mich entscheiden müsste, wenn mein Leben von abhängen würde, dann würde ich Cassandra Clare nehmen, weil die Schattenjäger und ich, das ist einfach, ja, das ist eine Herzensreihe, das sind Herzen, das ist ein Herzensuniversum. Und bei Sarah J. Maas finde ich halt gerade so bei Crescent City 2 und Akuta 5, dass sie da, was die zwischenmenschlichen Interaktionen angeht, für mich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist, dafür, dass es beides Jugendbücher sein sollen, würde ich jetzt beides eher in die Ü18-Kategorie einsortieren. Aber das ist meine Meinung, deshalb ja, Cassandra Clare. Und passend dazu kam noch eine zweite Frage, Cem oder Chase? Gemeint ist natürlich Cem Carstairs aus der Clockwork-Reihe und Chase Wayland, Herondale und so weiter. Aus der Chroniken der Unterwelt-Reihe. Beides Shadowhunter, beides meine Favorites.
wenn ich mich entscheiden müsste. Mann, diese Shadowrunner-Fragen sind voll unfair. Aber ich glaube, ich bleibe bei Cem. Ja, ich nehme Cem, ja. Setting in der Welt oder Setting in Deutschland? Ich habe das ja, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, dass ich deutsches Setting nicht immer so feiere, weil ich irgendwie denke, wenn ich in so ein Buch reinlese, dann möchte ich halt in eine andere Welt eintauchen. Und klar war ich in Deutschland noch nicht überall, aber irgendwie finde ich es dann trotzdem cooler, so in San Diego zu sitzen oder in London oder in Australien oder in Neuseeland oder whatever, halt so wirklich am anderen Ende der Welt, anstatt hier halt in Stuttgart oder so. Ohne das jetzt schlecht zu reden, aber ja, fürs Lesen ist, finde ich, die Welt schöner. Jetzt kommt noch eine Entweder-Oder-Frage, was Autorinnen angeht. Und die ist auch wieder sehr, sehr gemein. Lena Kiefer oder Lilly Lucas? Ja, genau. Also, Lena Kiefer ist ja eine meiner liebsten Autorinnen und Lilly Lucas auch. Deshalb fällt mir das gerade unheimlich schwer. Leute, ihr brecht mir mein Herz, ohne Witz. Ich sag Lilly Lucas. Sorry, Lena. Die nächste Frage finde ich einerseits auch total schlimm, andererseits aber auch total einfach. Wenn man mich kennt, weiß man es auch. Black Panther oder Captain America? Ich sehe ja, wer die Frage gestellt hat. Und ich weiß auch, warum du sie gestellt hast. Natürlich, Captain America ist immer mein All-Time-Favorite. Da muss man mich gar nicht fragen. Aber auf Platz 2 kommt eigentlich der Black Panther. Weil ich diesen Charakter unheimlich toll finde. Und als dann halt noch die Sache mit dem Darsteller passiert ist, ich möchte nicht weiter darauf eingehen, weil ich sonst gleich wieder weinen werde. Ja, hat der so einen Ehrenplatz in meinem Herzen bekommen. Deshalb hat sie mir auch die Frage gestellt. Und bei jedem anderen hätte ich die Frage vermutlich ein bisschen schlechter aufgenommen. Aber bei ihr weiß ich, dass das ganz lieb gemeint hat, dies ist. Die nächste Frage ist auch super schwer zu beantworten, weil auch an beiden Dingen mein Herz hängt. Bücher lesen oder Bücher schreiben. Das sind eigentlich zwar Dinge, die beide mit Büchern zu tun haben, aber beide komplett unterschiedlich sind. Beim Schreiben brauchst du einfach viel mehr Konzentration. Beim Lesen, ja, versuchst du einfach, dich ein bisschen abzulenken. Wenn ich nur noch eins davon machen dürfte, wäre es vermutlich das Lesen. Ich glaube, ich könnte eher darauf verzichten, keine Bücher mehr zu schreiben, als nie wieder was lesen zu können. Dann hat jemand gefragt, Pinky oder Brain? Ganz klar Brain. Das liegt auch vielleicht dran, dass ein früherer Freund von mir mich immer Brain genannt hat und ich ihn Pinky genannt habe. Von daher ist Brain immer so mein alter Ego, ohne mich jetzt irgendwie als super intelligent hier hinzustellen. Aber ja, wenn ich die Wahl hätte, Brain. Die nächste Frage ist auch wieder sehr gemein. Also ihr seid echt dieses Mal erbarmungslos. KISS oder Lux? Also ob ich lieber den KISS Verlag mag oder den Lux Verlag mag. Ich habe bei beiden Verlagen Bücher, die mir gefallen und Bücher, die mir nicht so gefallen. Ich denke, das ist auch ganz normal. Aber da ich bei KISS in der KISS Crew Stammmitglied bin, würde ich mich einfach mal für KISS entscheiden. Jetzt wollte ich Lux sagen. Nein, ich würde mich für KISS entscheiden. Einzelkind oder Geschwisterkind? Ich weiß nicht genau, wie es gemeint ist, ob ich ein Einzelkind bin oder ein Geschwisterkind bin oder ob ich quasi lieber Maler als Einzelkind haben möchte oder als Geschwisterkind. I don't know. Also ich kann mal so viel sagen, ich bin ein Geschwisterkind. Ich habe noch eine Zwillingsschwester. Die ist 5 Minuten älter als ich. Pi mal Daumen.
Und ich habe noch einen kleinen Bruder, der ist 10 Jahre jünger als ich. Also von daher Geschwisterkind. Maler ist ein Einzelkind. Ich bin Single, also bin jetzt 36. I don't know, ob da nochmal Nachwuchs kommen wird. Aktuell fehlt mir da ein Pendant dazu, aber ja. Also ich sag's auch mal, ich bin Geschwisterkind, also nehme ich Geschwisterkind. Maleficent oder Ursula? Ganz klar, Ursula ist mein All-Time-Favorite Disney-Villain. Ich liebe sie. Und auch jetzt gerade Melissa McCarthy in der Rolle der Ursula. Ja, da freue ich mich auch schon sehr, wenn wir denn ins Kino gehen sollten. Ist geplant für nächste Woche, weil ich da ein paar Tage bei meiner Schwester bin. Schmuck oder Planko? Ja, da wusste ich jetzt nicht, was genau gemeint ist. Also lieber eine Schmuckausgabe oder eine weiße Seiten Blanko-Buchschnitt. Also von daher, klar bin ich irgendwie ein bisschen genervt von der ganzen Buchschnittflut, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich trotzdem immer einen schönen Buchschnitt einer Blanko-Seite vorziehen. Oder ist das gemeint, ob ich gerne Schmuck trage oder lieber keinen trage? Ich weiß jetzt nicht, was gemeint ist. Also wenn es um den Schmuck geht, dann habe ich eigentlich immer Ohrstecker drin aus meinem Shop, logischerweise. Dann habe ich immer diese beiden Ringe an. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Das ist mein Mondring und das ist mein Edelstahl Basic Ring. Also die beiden habe ich eigentlich immer an. Die sind übrigens auch aus meinem Shop. Ja, und meine Halskette habe ich auch immer an. Die ist nicht aus meinem Shop. Da hängt einfach nur ein M für Maler dran. Und normalerweise habe ich auch immer hier meine Fitbit-Uhr an. Die habe ich jetzt aber gerade am Laden. Und ich habe immer eins meiner Armbänder an. Also aktuell ist eine Schildkröte. Das habe ich eigentlich, ja, so in dieser Kombination fast immer daily an. Funkos oder Kerzen? Funkos. Sind auf jeden Fall mehr in meinem Regal vertreten und ja, Kerzen, die habe ich eine Zeit lang hier stehen, aber irgendwann zünde ich sie dann tatsächlich auch an, wenn ich sie nicht mehr da haben möchte. Dann wurde auch nochmal gefragt, Originalbuchschnitt oder Sonderbuchschnitt. Das habe ich ja eben soweit schon mal beantwortet, dass ich meistens den Sonderbuchschnitt bevorzuge, außer eben bei Kingdom of the Wicked bisher. Dann kommt nochmal eine Frage zu Lesezeichen, also Lesezeichen oder etwas, das gerade rumliegt. Da ich von Love Me Girl und Love Me Boy ungefähr 380 Millionen Lesezeichen zu Hause habe, nutze ich meistens eins davon. Wenn ich da aber gerade in meinem Radius von einer Armlänge nichts finde, dann tut's auch mal mein Handy provisorisch kurzweilig oder irgendein Zettel oder die Woche hatte ich mein Notizbuch einfach dazwischen gelegt. Also ja, in der Regel Lesezeichen, aber geht normal auch anders. Schokolade oder Chips? Ich bin sehr süß. Nein, ich bin der absolute Schokoholiker. Würde ich jederzeit allen anderen Süßigkeiten vorziehen, außer in Eisform. Tatsächlich ist Schokoladeneis die einzige Form, in der ich Schokolade nicht mag. Bin komisch, ist aber so. Dann kommen wir zur vorletzten Frage. Die wäre Pizza mit Ananas oder ohne? Meine Meinung, ganz ehrlich, wer Pizza mit Ananas isst, der isst auch kleine Kinder. Das gleiche gilt für wer Schnitzel mit Nudeln isst. Zwei Dinge, die für mich echt gar nicht gehen. Pizza Hawaii, da rollen sich mir echt die Fußnägel auf. Und last but not least, Bookshirt oder Nerdshirt? Das lässt sich ganz einfach beantworten mit Nerdshirt. Das liegt vielleicht daran, dass ich davon mehr habe. I don't know. Aber die finde ich tatsächlich witziger, weil sie vielfältiger sind. Und ich mag es persönlich auch super gerne, wenn es ein Nerd-Shirt ist, was aber irgendwie keiner als Nerd-Shirt erkennt. Kein Normalsterblicher, außer halt jemand, der die Serie dazu kennt oder den Film dazu kennt. Ihr Lieben, das waren jetzt fürs erste Mal alle Fragen, die eingegangen sind. Der Sticker ist noch bis morgen früh, ich glaube 10 Uhr rum, online. Also wenn ihr das Video seht, ist er wahrscheinlich
gerade offline, weil normalerweise ja zwischen 10 und 11 meine Videos online gehen. Aber ja, wenn ihr öfter Lust auf so ein Format habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich versuche es ja immer möglich zu machen, eure Anregungen, Wünsche und Kritik so umzusetzen, dass ihr auch mit dem Kanal glücklich seid. Ansonsten war es das jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!